herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Jetzt haben wir Wasser eingeschenkt, damit singt es sich denn auch gleich besser. Lena Meyer-Landrut ist da. Hallo. Unsere Lena, hätte ich jetzt eben in Anlehnung an unsere Steffi. An unsere Steffi. Das unsere ist witzig, Lena. Dass die Menschen tatsächlich sagen, unsere Steffi. Aber du bist doch unser Hinnerk. Ja, ich bin der Hinnerk, ne? Hallo. Und hast du manchmal das Gefühl, dass die Menschen dich auch als unsere Lena ansehen? Ja, also mittlerweile nicht mehr so sehr wie früher, aber es gab natürlich eine Zeit, wo das echt extrem war, ne? Wo alle so geschrieben haben, unsere Lena, unser Fräulein, weiß ich nicht. Nee, du hast den Titel nach Deutschland geholt, das ist wie mit der Nationalmannschaft beim Fußball. Ja, unsere Mannschaft. Freches Outfit. Danke. Ganz frech, also wir beide heute sehr sportlich. Man weiß nicht so genau, ob frech jetzt ein Kompliment ist oder was das sein soll, aber wir sind auf jeden Fall ganz gut abgestimmt. Du oder? Grün in den Schuhen, ich grün im Shirt. Ja, so hier ein bisschen, ganz bisschen Grün so ein ist bisschen da und hier grün am Socken ist auch noch. Und das L steht tatsächlich für Lena? Das L steht für Hinnerk. Okay, Hinnerk in der chinesischen Version. Hinnerk. Hast du das zufälligerweise irgendwie selber gemacht oder hast du das irgendwo im Internet gefunden, dass du das so... Nee, das hat meine Stylistin gemacht. Oh, ist ja niedlich. Süß, ne? So was bräuchte ich auch mal. Das finde ich eigentlich lustig. Du, das kriegen wir hin. Ich glaube, es gibt tatsächlich so Gürtel, wo ein Haar drauf ist. Mit Sicherheit. Aber die möchte ich nicht tragen. Das ist jedem selber überlassen. Lena, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel von dir steckt tatsächlich in diesem neuen Album drin? Viel. Auf jeden Fall viele Emotionen, viel Gedankengut und viel Zeit natürlich auch. Ich habe auf jeden Fall noch nicht die technischen und die intellektuellen Möglichkeiten, das alles selber zum Beispiel am Computer zu programmieren oder so. Ich fuchse mich da gerade so ein bisschen rein, aber das war bei dem Album jetzt noch nicht möglich. Aber ich bin auf jeden Fall, mein Gedankengut ist da drin. Ich sage dann, das finde ich toll und so hätte ich es gerne und können wir es nicht ein bisschen so machen. Also es steckt schon sehr, sehr viel drin und es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das auch eine Befriedigung für dich? Ich meine, dass du jetzt deine eigene Musik machst? Ja, total. Also ich muss sagen, ich habe ja bei Stardust schon angefangen, so ein bisschen meinen eigenen Geschmack und mich da so ein bisschen auszuprobieren. Und auch das ist ja jetzt einfach etwas, worauf ich jetzt Bock habe. Ich kann gar nicht so richtig sagen, ob das nächste Album genauso wird, ob es überhaupt noch ein nächstes Album geben wird. So, weißt du, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich bin total happy, dass ich das machen kann. Und ich bin mega zufrieden und stolz und glücklich, dass das so ist, wie das ist. Wenn das vorbei ist, dann wird sich auf das nächste konzentrieren. Du hast eben gerade erzählt, so ein paar Sachen kannst du einfach nicht. Du hast offensichtlich viele Ideen im Kopf, also musikalische, textliche Ideen. Wie holst du dir die Leute ran oder hast du es in dem Fall getan, die dich dann begleiten, dass am Ende ein Album rauskommt? Also da ist die Plattenfirma auf jeden Fall sehr hilfreich. Klar. Da gibt es Leute, die da sitzen und einfach Kontakte haben und sagen, der Songwriter könnte passen zu dem, was du dir sozusagen vorstellst, der Produzent könnte passen und dann ist das so ein bisschen Try and Error. Man trifft sich mit den Leuten und entweder man funktioniert zusammen oder halt auch manchmal nicht. Ist das so eine Art Castingshow? Also ja, es ist weniger Castingshow. Meistens fahre ich zu den Leuten hin, weil einfach es für Produzenten und Songwriter einfach ist in ihrem gewohnten Surrounding zu sein, weil auch die zum Beispiel die technischen Möglichkeiten da sind. Aber es gibt Menschen sozusagen, mit denen man sofort klickt und auf einer Wellenlänge ist und sagt, ja geil, wir haben auch Bock zusammenzuarbeiten und bei anderen einfach nicht. Aber das ist ja dann nicht nur von mir, dass ich sage, oh, mit dem habe ich keinen Bock und mit dem will ich, sondern das ist was Zwischenmenschliches einfach. Es ist ein Teamverhältnis und wenn ein Team gut ist, dann wird das Endprodukt natürlich auch besser. Was hast du alles dabei? Oder wen hast du alles dabei? Ich habe ein Schlagzeug dabei und ein Keyboard dabei. Das Keyboard ist aber nicht nur Keyboard, sondern es ist so ein bisschen elektronisch mäßig mit so ein paar Samples und so ein paar Backgrounds und so weiter. So wie in der Fußgängerzone. Drückt man drauf und schon kommt ein ganzes Orchester raus. Ja, ein ganzes Orchester nicht, aber so ein bisschen ist das ein bisschen schwieriger, ist das schon noch, aber ja. Woher hast du deine Ideen für Songs, das, was dich bewegt? Wo nimmst du das her, dass du das denn jetzt in den Titel reinbringst? Also musikalisch ist es einfach Intuition, so ein bisschen Bauchgefühl, das finde ich gut, das finde ich toll, ist einfach so auch Geschmack. Und textlich und inhaltlich ist es so sehr alltäglich irgendwie. Also, das sind tatsächlich Erlebnisse auch, die du hast? Ja, oder Gefühle oder Situationen, die man erlebt. Und manchmal kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen sozusagen und sagt dann irgendwie, also ich hatte zum Beispiel eine Situation, wo ich auf der Straße lang gegangen bin und da ist jemand vor mir gegangen und die Straße war ganz voll und jemand ist vor mir gegangen und ist wahnsinnig langsam gegangen. Und es hat mich tierisch nervös gemacht und ich war völlig unter Strom. Wahrscheinlich kennt das. Kam es auch nicht so vorbei? So nee, wahrscheinlich jeder kennt das, wahrscheinlich, wenn man schneller gehen will, aber nicht kann. Und ja, dann, und dann irgendwie kommt man so von A auf 100. Was ist denn daraus entstanden? Das können wir mal fragen jetzt. Also ich meine, das ist... ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau daraus... Schnell weg, da weg, da weg. Wir haben keine Zeit mehr. Daraus ist geworden... Ich habe keine Ahnung. Aber also ich erzähle dann sozusagen, man sitzt im Studio und man erzählt dann Geschichten und dann kommt man auf andere Situationen, Gefühle und Emotionen. Was könnte man verpacken, was könnte man damit erzählen?
ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Song das ist, aber wir haben auf jeden Fall daraus geschrieben, dass es manchmal Situationen gibt, wo man das Gefühl hat, dass man so ausgebremst wird, zum Beispiel. Okay. Ja. Und so von den Beats her, vom Musikalischen, gibt es da auch Kollegen, ich sag mal Kollegen, hört sich so an, also Künstler weltweit, von denen du dir die eine oder andere Inspiration holst? Auf jeden Fall. Also es ist schon am Anfang auf jeden Fall definitiv so gewesen, weil man ja einfach noch gar nicht selber was vorspielen konnte, wo man sagt, hier, so ist mein Sound und so müssen wir jetzt auch die nächsten Songs natürlich schreiben. Sitzt man im Studio und sagt, hier, vielleicht nehmen wir uns einen kleinen Happen davon und davon und davon. Und da bin ich eigentlich immer relativ offen so gewesen, hab dann irgendwie ein Lied von Taylor Swift vorgespielt und das nächste von Banks und dann wieder was von Frank Ocean, hab gesagt, hier finde ich den Beat geil und wollen wir nicht mal irgendwie so eine Stimmung machen und so, und das, ja, so ist das dann zusammengewürfelt. Und wenn man dann so 10 Lieder vorgespielt hat, dann hat man so ein Bild. Ja, man hört das. Also ich fand dieses Traffic Lights, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch gleich, das ist so ein anderer Beat, irgendwie, der da drunter ist. Also fand ich cool. Aber werden Sie ja auch gleich dann hier live bei uns hören können. Ja, süßes Tee, sagt Lena. Und besonders cool ist natürlich dieser Tänzer. Ne? Also das ist schon stark, also, wie so ein Flummi. Also der Spagat war schon ordentlich. Musst du eigentlich in irgendeiner Art und Weise darauf achten, was du isst? Ich muss nicht. Nee, machst du aber, oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, also jetzt mal um einfach figurmäßig, du bist ja total schlank, alles super, also, nee, aber nicht, also, mal Achtung, nicht magersüchtig, Achtung, das ist sie nicht, kann ich hier bezeugen. Ne? Nee, ich mach's weniger Figur wegen, sondern einfach der Gesundheit wegen. Okay, das heißt? Ja, also kein schlechtes Essen zu mir. Also ist es irgendwie, verzichtest du auf Fleisch oder isst du nur Gemüse? Genau, also ja, ich esse nicht nur Gemüse, ich esse natürlich auch wahnsinnig, also ich esse auch wie bescheuert und super gerne Schokolade und Süßigkeiten und so ein Kram. Aber halt einfach nicht übertrieben und ich achte darauf, mich einfach ausgewogen zu ernähren. Dann habe ich noch gelesen von dir, statt Party tobst du dich lieber beim Sport aus? Das stimmt. Wie viel Sport machst du so in der Woche und was? Also jetzt ehrlich gesagt in der Promophase, wo man so viel unterwegs ist, nicht so viel. Aha, ist ja da haben wir so. Ja, einfach weil wenn man dann so viel arbeitet und wenn ich dann abends nach Hause komme und morgens am nächsten Tag um 8 Uhr weiterfahre, habe ich einfach keinen Bock, mich dann noch ins Fitnessstudio zu stellen. Aber sonst, wenn ich zu Hause bin, mache ich gerne Yoga. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich Zeit habe, mache ich Yoga. Sonst gehe ich laufen oder gehe ins Fitnessstudio und mache sowas wie ein Zirkeltraining und so. Aber also echt jetzt, wo ich unterwegs bin, mache ich echt wenig Sport. Also laufen ist ja auch so eine Geschichte. Ab und zu muss ich auch mal laufen. Ich muss mich auch zwingen. Es ist unangenehm. So, ne? Ja, aber ich habe einen Hund, deswegen ist das alles irgendwie ein bisschen einfacher, weil man so auch gezwungen ist, rauszugehen. Dann denkt man ja, ob ich mir jetzt die Sporthose anziehe oder... nicht, ist dann auch egal. Ich habe noch mal ein paar Fotos von dir, von dem Cover. Die finde ich nämlich sehr auffällig. Tatsächlich. Also, guck mal, vielleicht kann man das mal hier zeigen. Wie sind diese Fotos entstanden? Das sieht ja schon ein bisschen anders aus. So ein bisschen nude-mäßig oder wie möchte man das nennen? Also, es ist tatsächlich sehr wenig Make-up. Ja. Der Fotograf war Nicolas Cantor. Das ist sowieso jemand, der gerne sozusagen, es ist eher so eher jemand, der viel Fashion fotografiert. Und ja. Deswegen sind die Bilder vielleicht auch ein bisschen nicht so richtig mainstreamig. Ja, hier zum Beispiel. Das ist ja eher so aus der Situation heraus. Ja, genau. Entstanden. Also es ist jetzt nicht so, okay, und jetzt drapier dich mal hin und mach mal irgendwie ein nettes Gesicht, sondern es ist eher so ein bisschen Fashion. Aber ich fand es auch irgendwie ganz gut und ganz passend irgendwie zum Album. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, also man hätte wahrscheinlich für den Kommerz sozusagen, für den Mainstream, für den... User hätte man es wahrscheinlich leichter machen können, dass man auf den ersten Blick sagt, ah, Lena, ah ja, okay, neues Album, super. Ja. So die Wiedererkennung. Genau, halt, ne? Aber ich habe irgendwie gedacht, man muss auch mal ein bisschen mutig sein und neue Sachen probieren. Und nur wenn man das macht, kann man sich irgendwie auch weiterentwickeln. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja, ist vielleicht auch Ausdruck dessen, dass du einen kleinen Change in deinem Leben gemacht hast. Also nicht unbedingt Change, aber ein Step. Genau. Sagen wir so. Ja. Wenn du da mal so einen Vergleich ziehst, wie war dein Arbeiten damals zu dieser ESC-Zeit oder dein Job? Also ganz viele benutzen ja dieses Wort fremdgesteuert. Und das war es auch in einer gewissen Hinsicht. Aber das heißt nichts Negatives. Also es war einfach ein anderes Arbeiten, weil ich mich habe führen lassen von Leuten, die es besser wissen als ich. Und das war es eher. Also ich habe mich beraten lassen und sozusagen... Ja, mich von Leuten führen lassen, die gesagt haben, das ist jetzt gut für dich und das ist schlecht für dich. Und dann fragt man nochmal 2 andere Leute und dann sagen die, ja, mach das. Und dann habe ich sozusagen einfach alles abgegeben und habe gesagt, okay,
ich mache das, was ihr sagt, weil es wäre einfach viel zu viel gewesen, das selber auch alles noch zu entscheiden. Auch in dem Alter und zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach null Erfahrung hatte mit dem, mit der Branche, mit einfach überhaupt alles war für mich komplett neu und völlig unerfahren. Und deswegen, ja, habe ich einfach so sozusagen mitgemacht und bin so im Strom mitgeschwommen. Und das war also irgendwie auch alles ganz gut. Super funktioniert. Ja, auch, ja, ne? Aber also, mir ist das nicht schwer gefallen oder so. Das war jetzt für mich nicht schlimm, sondern ich habe dann einfach immer gesagt, ja, wo fahren wir denn morgen hin? Und dann hat jemand gesagt, ja, wir fahren morgen nach Leipzig. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann was soll ich anziehen? So, und, dann, ja. Und jetzt hast du da auch einige Menschen vor den Kopf stoßen müssen, um dich selber, um deinen eigenen Weg zu finden? Ja, was heißt vor den Kopf stoßen? Also ich, im Grunde genommen bin ich ja auch eine selbstständige Person und jeder, der selbstständig ist, weiß, dass man natürlich Entscheidungen für sich selber treffen muss und für sein Geschäft und sein Leben. Und klar muss man dann manchmal unangenehme Situationen handeln, aber auf der anderen Seite sind dann auch die schönen Sachen umso schöner, wenn man dann einfach ein Team um sich herum hat, mit dem man sich gut versteht und wo man das Gefühl hat, das läuft einfach toll. Und dass man den auch selber rausgesucht hat. Ja, genau. Das ist natürlich dann... Genau. Was für ein super Typ, oder? Also wirklich Respekt. Total. Und natürlich hier, verrückt. Großer Drei-Fragezeichen-Fan. Lena Meyer-Landrut heute Abend. Peter Shaw. Ja. Bob Andrews. So, hiermit haben wir schon das Bewerbungsvideo für den neuen Titelsong von den drei Fragezeichen. Ja. Lena Meyer-Landrut. Du könntest ja möglicherweise auch mal eine Rolle da mitsprechen. Tatsächlich. Warum nicht? Guck mal, Hinak, der Jobvermittler. Ja, weil Synchron kannst du ja. Ja, das kann ich. Wie bist du denn zum Synchron überhaupt gekommen? Wie ist das alles entstanden? Ich glaube, dass der erste Film, den ich synchronisiert habe, war Sammys Abenteuer. Ja. Das war mit Matthias Schweighöfer. Und dann gab es noch Tarzan. 3D. Tarzan. Ja, wie kommt das dazu? Also die Leute, die den Film sozusagen machen und die den synchronisieren müssen, die sozusagen die deutsche Synchronisation brauchen, denken sich da was aus und fragen... Findet denn da auch so eine Art Casting statt, wegen der Stimmen? Oder sagen die, okay, wir wollen jetzt tatsächlich auch genau deine Stimme haben? Ja, ich glaube, die sind sich dann schon sicher, wenn die irgendwie sagen, wir wollen jetzt hier Til Schweiger haben, dann ist denen das, glaube ich, auch... Oder Til Schweiger ist jetzt ein schlechter... Ja, Matthias Schweighöfer zum Beispiel. Oder die wollen jetzt mich haben, dann ist denen das egal, dass ich jetzt keine ausgebildete Synchronsprecherin bin, sondern die wollen mal einen dann natürlich auch haben, weil man die Stimme hat und die bekannt ist und so, ja. Alexander Fehling in seiner großen Rolle. Ja. Tarzan, du, das war wirklich, das war sehr, sehr schön. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war auch unfassbar lustig, weil er halt gesagt hat, 80% des Films ist tatsächlich... das ist sein Job dann gewesen, aber mal... Nee, weil er ist ein ganz toller Schauspieler, ganz toller Typ und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man muss das Ganze auch so ein bisschen mitacten, ne? Das haben wir ja gesehen. Ja. Also da ist ja mal dabei, da sitzt man ja nicht einfach nur und liest einfach drunter, sondern muss ja mitspielen. Nee, ne? Also es gehört schon dazu, wenn man jetzt irgendwie sich beugt oder so, dass man dann auch runtergeht, weil die Stimme verändert sich ja. Und das sagen die Leute einem dann schon oder spring mal wirklich oder halt, also all diese ganzen Sachen sind schon wichtig irgendwie. Mhm. Sei mal außer Atem. Ja, lauf mal die Treppe fünfmal hoch und runter. Habe ich tatsächlich gemacht. Ja, siehst du? Hättest du Lust auf solche schauspielerischen Exkursionen, Experimente noch ein bisschen häufiger? Ja, also gerade nicht. Mhm. Also ja, bist du ja unterwegs genau. mit der Tour und also an Lust liegt es jetzt gar nicht so, aber also ich bin immer, also so ein paar so kleine Exkurse finde ich total super und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich will auf jeden Fall den Fokus auf der Musik sozusagen belassen. Weil ich auch glaube, dass ich das irgendwie ganz gut kann und dann ist das auch gut, sich darauf auf eine Sache zu konzentrieren. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, auf 18 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich glaube immer, dass es gut ist, wenn man eine Sache kann, dass man die dann auch macht. Bist du ein Mensch, der die nächsten Schritte im Leben, Karriere, privat, wie auch immer, plant, sich etwas vornimmt oder Ziele setzt oder alles auf sich zukommen lässt? Okay. Ich bin völlig unvorbereitet auf alles. Und mir tut das total gut. Ich liebe das. Ich bin so dankbar, dass ich einen Job habe, wo ich das so machen kann. Und wenn das Album vorbei ist und dann irgendein Regisseur kommt und sagt, hey, wollen wir nicht einen Film machen in 4 Monaten? Und ich sage, ja, aber ich will mich darauf vorbereiten und dann einfach ganz viel dafür arbeite, dass das gut wird, dann kann ich mir auch vorstellen, einen Film zu machen. Aber ich will auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Und ja, also eigentlich ist immer alles so ein bisschen spontan. Es gibt ja irgendwie einen Spruch, zeig dir, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, zeig ihm deine Pläne. Ja. Also das ist, Planung heißt den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Gibt's es ist, Planung ist sowieso sehr, sehr überbewertet, glaube ich. Wobei wir planen natürlich jetzt auch noch was. Wir planen auch noch was. In wenigen Augenblicken werden Sie Lena Meyer-Landrut hören mit Traffic Lights in einer etwas reduzierteren Version, aber mit einem tollen Keyboard und tollen Drums dabei.
So, wir senden live und bei uns wird natürlich auch live gesungen und gespielt vom Album Crystal Skull. Jetzt live für Sie Lena Meyer-Landrut mit Traffic Lights. Viel Spaß. Shower, you could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Don't care what we do, 'cause the night is ours. As long as we do what we do for hours. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. I could wait all night. Ich war jetzt im Moment, weißt du, es war wunderbar. Danke, danke. Florian am Keyboard, nochmal ganz herzlichen Dank. Jürgen an den Drums, selbstverständlich. Und die Carry Back Home Tour. Halt. Carry Me Home. Carry You Home. Carry You. Carry You Home. Carry Me Home, You Carry Me. 2015 startet in Berlin am 21. Oktober. Ja, und ich reiß mir mal die Ohren raus. So, mal die Ohren raus, zack. So. Und dann am 22. ist Lena dann mit Band auch in Hamburg. Und überhaupt. Und, kommst du? Ich komme. Kommen Sie auch? Also es wird schön, es wird ein richtiges Klassentreffen. Treffen wir uns alle, oder? Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Kennen Sie eigentlich den Wüstenläufer? Das ist in der Tat kein Insekt, das ist ein fantastischer Mann. Raphael Fuchsgruber, 500 Kilometer durchs australische Outback, 250 Kilometer durch die Sahara. Und morgen ist er bei uns und erzählt davon. Lena ist auch schon ganz aufgeregt. Ich bin ganz nervös. Ja, das wird sie sich nämlich anschauen. Und wer auch noch aufgeregt ist, ist Bettina Tietjen, weil die wird dann diese Sendung moderieren. Und die läuft ja auch so gerne. Tatsächlich? Ja. Süße, wusste ich auch noch nicht. Wir können die mal so ein Paarlauf machen vielleicht. Das ist doch schön. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir haben gar keine Zeit mehr, ne? Ja, aber es war auch schön. Treffen wir uns mal in Hannover. Gerne. Schön. Für Sie zu Hause, schönen Abend. Tschüss. Alexander Fehling in seiner großen Rolle. Ja. Tarzan, du, das war Jane. Das war sehr, sehr schön. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war auch unfassbar lustig, weil er halt gesagt hat, 80% des Films ist tatsächlich... Das ist sein Job dann gewesen. Aber mal... Nee, weil er ist ein ganz toller Schauspieler, ganz toller Typ und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man muss das Ganze auch so ein bisschen mitacten, ne? Das haben wir ja gesehen. Ja. Also da ist ja mal dabei, da sitzt man ja nicht einfach nur und liest einfach runter, sondern muss ja mitspielen. Nee, ne? Also es gehört schon dazu, wenn man jetzt irgendwie sich beugt oder so, dass man dann auch runtergeht, weil die Stimme verändert sich ja. Und das sagen die Leute einem dann schon oder spring mal wirklich oder halt, also all diese ganzen Sachen sind schon wichtig irgendwie. Mhm. Sei mal außer Atem. Lauf mal die Treppe fünfmal hoch und runter. Habe ich tatsächlich gemacht. Ja, siehst du?
Hättest du Lust auf solche schauspielerischen Exkursionen, Experimente noch ein bisschen häufiger? Ja, also gerade nicht. Mhm. Also ja, bist du unterwegs, genau. Mit der Tour und also an Lust liegt es jetzt gar nicht so, aber also ich bin immer, also so ein paar so kleine Exkurse finde ich total super und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich will auf jeden Fall den Fokus auf der Musik sozusagen belassen, weil ich auch glaube, dass ich das irgendwie ganz gut kann und dann ist das auch gut, sich darauf auf eine Sache zu konzentrieren. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, auf 18 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich glaube immer, dass es gut ist, wenn man eine Sache kann, dass man die dann auch macht. Bist du ein Mensch, der die nächsten Schritte im Leben, Karriere, privat, wie auch immer, plant, sich etwas vornimmt oder Ziele setzt oder alles auf sich zukommen lässt? Okay. Ich bin völlig unvorbereitet auf alles. Und mir tut das total gut. Ich liebe das. Ich bin so dankbar, dass ich einen Job habe, wo ich das so machen kann. Und wenn das Album vorbei ist und dann irgendein Regisseur kommt und sagt, hey, wollen wir nicht einen Film machen in 4 Monaten? Und ich sage, ja, aber ich will mich darauf vorbereiten und dann einfach ganz viel dafür arbeite, dass das gut wird, dann kann ich mir auch vorstellen, einen Film zu machen. Aber ich will auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Und ja, also eigentlich ist immer alles so ein bisschen spontan. Es gibt ja irgendwie einen Spruch, zeig dir, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, zeig ihm deine Pläne. Ja. Also das ist, Planung heißt den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Gibt's es ist, Planung ist sowieso sehr, sehr überbewertet, glaube ich. Wobei wir planen natürlich jetzt auch noch was. Wir planen auch noch. In wenigen Augenblicken werden Sie Lena Meyer-Landrut hören mit Traffic Lights in einer etwas reduzierteren Version, aber mit einem tollen Keyboard und tollen Drums dabei. So, wir senden live und bei uns wird natürlich auch live gesungen und gespielt vom Album Crystal Skull. Jetzt live für Sie Lena Meyer-Landrut mit Traffic Lights. Viel Spaß. Will it take a vaga time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Don't care what we do, cause the night is ours. As long as we do what we do for hours. Take if I got time for a shower, you could jump on the blue line. I could wait all night. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Jetzt haben wir Wasser eingeschenkt, damit singt es sich denn auch gleich besser. Lena Meyer-Landrut ist da. Hallo. Unsere Lena, hätte ich jetzt eben in Anlehnung an unsere Steffi. An unsere Steffi. Das unsere ist witzig, Lena. Dass die Menschen tatsächlich sagen, unsere Steffi. Aber du bist doch unser Hinnerk. Ja, ich bin der Hinnerk, ne? Hallo. Und hast du manchmal das Gefühl, dass die Menschen dich auch als unsere Lena ansehen? Ja, also mittlerweile nicht mehr so sehr wie früher, aber es gab natürlich eine Zeit, wo das echt extrem war, ne? Wo alle so geschrieben haben, unsere Lena, unser Fräulein, weiß ich nicht. Nee, du hast den Titel nach Deutschland geholt, das ist wie mit der Nationalmannschaft beim Fußball. Ja, unsere Mannschaft. Freches Outfit. Danke. Ganz frech. Also wir beide heute sehr sportlich. Man weiß nicht so genau, ob frech jetzt ein Kompliment ist oder was das sein soll. Aber wir sind auf jeden Fall ganz gut abgestimmt. Du oder? Grün in den Schuhen, ich grün im Shirt. Ja, so hier ein bisschen, ganz bisschen Grün so ein ist bisschen da. Und hier grün am, ist da. Am Socken ist auch noch. Und das L steht tatsächlich für Lena? Das L steht für Hinnerk. Okay. Hinnerk in der chinesischen Version. Hinnerk. Hast du das zufälligerweise irgendwie selber gemacht oder hast du das irgendwo im Internet gefunden, dass du das so... Nee, das hat meine Stylistin gemacht. Oh, ist ja niedlich. Süß, ne? So was bräuchte ich auch mal. Das finde ich eigentlich lustig. Du, das kriegen wir hin. Ich glaube, es gibt tatsächlich so Gürtel, wo ein Haar drauf ist. Mit Sicherheit. Aber die möchte ich nicht tragen. Das ist jedem selber überlassen. Lena, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel von dir steckt tatsächlich in diesem neuen Album drin? Viel. Auf jeden Fall viele Emotionen, viel Gedankengut und viel Zeit natürlich auch. Ich habe auf jeden Fall noch nicht die technischen und die intellektuellen Möglichkeiten, das alles selber zum Beispiel am Computer zu programmieren oder so. Ich fuchs mich da gerade so ein bisschen rein, aber das war bei dem Album jetzt noch nicht möglich. Aber ich bin auf jeden Fall, mein Gedankengut ist da drin. Ich sage dann, das finde ich toll und so hätte ich es gerne und können wir es nicht ein bisschen so machen. Also es steckt schon sehr, sehr viel drin und es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das auch eine Befriedigung für dich? Ich meine, dass du jetzt deine eigene Musik machst? Ja, total. Also ich muss sagen, ich habe ja bei Stardust schon angefangen, so ein bisschen meinen eigenen Geschmack und mich da so ein bisschen auszuprobieren. Und auch das ist ja jetzt einfach etwas, worauf ich jetzt Bock habe. Ich kann gar nicht so richtig sagen, ob das nächste Album genauso wird, ob es überhaupt noch ein nächstes Album geben wird. So, weißt du, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich bin total happy, dass ich das machen kann. Und ich bin mega zufrieden und stolz und glücklich, dass das so ist, wie das ist. Und ja, beim nächsten, also
wenn das vorbei ist, dann wird sich auf das nächste konzentriert. Du hast eben gerade erzählt, so ein paar Sachen kannst du einfach nicht. Du hast offensichtlich viele Ideen im Kopf, also musikalische, textliche Ideen. Wie holst du dir die Leute ran oder hast du es in dem Fall getan, die dich dann begleiten, dass am Ende ein Album rauskommt? Also da ist die Plattenfirma auf jeden Fall sehr hilfreich. Da gibt es Leute, die da sitzen und einfach Kontakte haben und sagen, der Songwriter könnte passen zu dem, was du dir sozusagen vorstellst, der Produzent könnte passen und dann ist das so ein bisschen Try and Error. Man trifft sich mit den Leuten und entweder man funktioniert zusammen oder halt auch manchmal nicht. Ist das so eine Art Castingshow? Also ja, Nee, es ist weniger Castingshow. Meistens fahre ich zu den Leuten hin, weil einfach es für Produzenten und Songwriter einfach ist in ihrem gewohnten Surround. Ganz viele benutzen ja dieses Wort fremdgesteuert und das war es auch in einer gewissen Hinsicht. Aber das heißt nichts Negatives. Also es war einfach ein anderes Arbeiten, weil ich mich habe führen lassen von Leuten, die es besser wissen als ich. Und das war es eher. Also ich habe mich beraten lassen und sozusagen ja, mich von Leuten führen lassen, die gesagt haben, das ist jetzt gut für dich und das ist schlecht für dich. Und dann fragt man nochmal zwei andere Leute und dann sagen die, ja, mach das, mach das, mach das. Und dann habe ich sozusagen einfach alles abgegeben und habe gesagt, okay, ich mache das, was ihr sagt, weil es wäre einfach viel zu viel gewesen, das selber auch alles noch zu entscheiden. Auch in dem Alter und zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach null Erfahrung hatte mit der Branche, mit einfach überhaupt alles war für mich komplett neu und völlig unerfahren. Und deswegen, ja, habe ich einfach so sozusagen mitgemacht und bin so im Strom mitgeschwommen. Und das war also irgendwie auch alles ganz gut. Super funktioniert. Mir ist das nicht schwer gefallen oder so. Das war jetzt für mich nicht schlimm, sondern ich habe dann einfach immer gesagt, ja, wo fahren wir denn morgen hin? Und dann hat jemand gesagt, ja, wir fahren morgen nach Leipzig. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann was soll ich anziehen? So, und, dann, ja. Und jetzt hast du da auch einige Menschen vor den Kopf stoßen müssen, um dich selber, um deinen eigenen Weg zu finden? Ja, was heißt vor den Kopf stoßen? Also im Grunde genommen bin ich ja auch eine selbstständige Person und jeder, der selbstständig ist, weiß, dass man natürlich Entscheidungen für sich selber treffen muss und für sein Geschäft und sein Leben. Und klar muss man dann manchmal unangenehme Situationen handeln, aber auf der anderen Seite sind dann auch die schönen Sachen umso schöner, wenn man dann einfach ein Team um sich herum hat, mit dem man sich gut versteht und wo man das Gefühl hat, es läuft einfach toll. Und dass man den auch selber rausgesucht hat. Ja, genau. Das ist natürlich dann... Genau. Was für ein super Typ, oder? Also wirklich Respekt. Total. Und natürlich hier, verrückt. Großer 3-Fragezeichen-Fan. Lena Meyer-Landrut heute Abend. Peter Shaw. Ja. Bob Andrews. So, hiermit haben wir schon das Bewerbungsvideo für den neuen Titelsong von den 3 Fragezeichen. Ja. Lena Meyer-Landrut. Du könntest ja möglicherweise auch mal eine Rolle damit sprechen. Tatsächlich. Warum nicht? Guck mal, Hinak, der Jobvermittler. Ja, weil Synchron kannst du ja. Ja, das kann ich. Wie bist du denn zum Synchron überhaupt gekommen? Wie ist das alles entstanden? Ich glaube, dass der erste Film, den ich synchronisiert habe, war Sammys Abenteuer. Ja. Das war mit Matthias Schweighöfer. Und dann gab es noch Tarzan. 3D. Tarzan. Ja, wie kommt das dazu? Also die Leute, die den Film sozusagen machen und die den synchronisieren müssen, die sozusagen die deutsche Synchronisation brauchen, denken sich da was aus und fragen... Findet denn da auch so eine Art Casting statt, wegen der Stimmen? Oder sagen die, okay, wir wollen jetzt tatsächlich auch genau deine Stimme haben? Ja, ich glaube, die sind sich dann schon sicher, wenn die irgendwie sagen, wir wollen jetzt hier Til Schweiger haben, dann ist denen das, glaube ich, auch... Oder Til Schweiger ist jetzt ein schlechter... Ja, Matthias Schweighöfer zum Beispiel. Oder die wollen jetzt mich haben, dann ist denen das egal, dass ich jetzt keine ausgebildete Synchronsprecherin bin, sondern die wollen einen dann natürlich auch haben, weil man die Stimme hat und die bekannt ist und so, ja. Eigentlich in irgendeiner Art und Weise darauf achten, was du isst? Ich muss nicht. Nee, machst du aber, oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, also jetzt mal um einfach figurmäßig, du bist ja total schlank, alles super, also, nee, aber nicht, also, Achtung, nicht magersüchtig, Achtung, das ist sie nicht, kann ich hier bezeugen. Ne? Nee, ich mach's weniger Figur wegen, sondern einfach der Gesundheit wegen. Okay, das heißt? Ja, also kein schlechtes Essen zu mir. Also ist es irgendwie, verzichtest du auf Fleisch oder isst du nur Gemüse? Genau, also ja, ich esse nicht nur Gemüse, ich esse natürlich auch wahnsinnig, also ich esse auch wie bescheuert und super gerne Schokolade und Süßigkeiten und so ein Kram. Aber halt einfach nicht übertrieben und ich achte darauf, mich einfach ausgewogen zu ernähren. Dann habe ich noch gelesen von dir, statt Party tobst du dich lieber beim Sport aus? Das stimmt. Wie viel Sport machst du so in der Woche und was? Also jetzt ehrlich gesagt in der Promophase, wo man so viel unterwegs ist, aha, nicht so viel. Aha, ist ja da immer so.
Ja, einfach weil, wenn man dann so viel arbeitet und wenn ich dann abends nach Hause komme und morgens am nächsten Tag um 8 Uhr weiterfahre, habe ich einfach keinen Bock, mich dann noch ins Fitnessstudio zu stellen. Aber sonst, wenn ich zu Hause bin, mache ich gerne Yoga. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich Zeit habe, mache ich Yoga. Sonst gehe ich laufen oder gehe ins Fitnessstudio und mache sowas wie ein Zirkeltraining und so. Aber also echt jetzt, wo ich unterwegs bin, mache ich echt wenig Sport. Also laufen ist ja auch so eine Geschichte. Ich ab und zu muss ich auch ich mal muss laufen. Mich auch zwingen. Es ist unangenehm. So, ne? Ja, aber ich habe einen Hund, deswegen ist das alles irgendwie ein bisschen einfacher, weil man so auch gezwungen ist, rauszugehen. Dann denkt man ja, ob ich mir jetzt die Sporthose anziehe oder nicht, ist dann auch egal. Ich habe noch mal ein paar Fotos von dir, von dem Cover. Die finde ich nämlich sehr auffällig. Tatsächlich. Also guck mal, vielleicht kann man das mal hier zeigen. Wie sind diese Fotos entstanden? Das sieht ja schon ein bisschen anders aus. So ein bisschen ja, nude-mäßig oder wie möchte man das nennen? Also es ist tatsächlich sehr wenig Make-up. Ja. Der Fotograf war Nicolas Cantor. Das ist sowieso jemand, der gerne sozusagen, es ist eher so eher jemand, der viel Fashion fotografiert. Und deswegen sind die Bilder vielleicht auch ein bisschen nicht so richtig mainstreamig. Ja, hier zum Beispiel. Das ist ja eher so aus der Situation heraus. Ja, genau. Entstanden. Also es ist jetzt nicht so, okay, und jetzt drapier dich mal hin und mach mal irgendwie ein nettes Gesicht, sondern es ist eher so ein bisschen Fashion. Aber ich fand es auch irgendwie ganz gut und ganz passend irgendwie zum Album. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, also man hätte wahrscheinlich für den Kommerz sozusagen, für den Mainstream, für den User hätte man es wahrscheinlich leichter machen können, dass man auf den ersten Blick sagt, ah, Lena, ah ja, okay, neues Album, super. Ja. So die Wiedererkennung. Genau, halt, ne? Aber ich habe irgendwie gedacht, man muss auch mal ein bisschen mutig sein und neue Sachen probieren. Und nur wenn man das macht, kann man sich irgendwie auch weiterentwickeln. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja, ist vielleicht auch Ausdruck dessen, dass du einen kleinen Change in deinem Leben gemacht hast. Also nicht unbedingt Change, aber ein Step. Genau. Sagen wir so. Ja. Wenn du da mal so einen Vergleich ziehst, wie war dein Arbeiten damals zu dieser ESC-Zeit oder dein Job? Also grounding zu sein, weil auch die, zum Beispiel die technischen Möglichkeiten da sind. Aber es gibt natürlich einfach, es gibt Menschen sozusagen, mit denen man sofort klickt und auf einer Wellenlänge ist und sagt, ja geil, wir haben auch Bock zusammenzuarbeiten. Und bei anderen einfach nicht. Aber das ist ja dann nicht nur von mir, dass ich sage, oh, mit dem habe ich keinen Bock und mit dem will ich, sondern das ist was Zwischenmenschliches einfach. Es ist ein Teamverhältnis und wenn ein Team gut ist, dann wird das Endprodukt natürlich auch besser. Was hast du alles dabei? Oder wen hast du alles dabei? Ich habe ein Schlagzeug dabei und ein Keyboard dabei. Das Keyboard ist aber nicht nur Keyboard, sondern es ist so ein bisschen elektronisch mäßig mit so ein paar Samples und so ein paar Backgrounds und so weiter. So wie in der Fußgängerzone. Drückt man drauf und schon kommt ein ganzes Orchester raus. Ja, ein ganzes Orchester nicht, aber so ein bisschen ist das ein bisschen schwieriger, ist das schon noch, aber ja. Woher hast du deine Ideen für Songs, das, was dich bewegt? Wo nimmst du das her, dass du das denn jetzt in den Titel reinbringst? Also musikalisch ist es einfach Intuition, so ein bisschen Bauchgefühl, das finde ich gut, das finde ich toll, ist einfach so auch Geschmack. Und textlich und inhaltlich ist es so sehr alltäglich irgendwie. Also, das sind tatsächlich Erlebnisse auch, die du hast? Ja, oder Gefühle oder Situationen, die man erlebt. Und manchmal kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen sozusagen und sagt dann irgendwie, also ich hatte zum Beispiel eine Situation, wo ich auf der Straße lang gegangen bin und da ist jemand vor mir gegangen und die Straße war ganz voll und jemand ist vor mir gegangen und ist wahnsinnig langsam gegangen. Und es hat mich tierisch nervös gemacht und ich war völlig unter Strom. Wahrscheinlich kennt das. Kam es auch nicht so vorbei? So nee, wahrscheinlich jeder kennt das, wahrscheinlich, wenn man schneller gehen will, aber nicht kann. Und dann, ja, und dann irgendwie kommt man so von A auf 100. Was ist denn daraus entstanden? Das können wir mal fragen jetzt. Also ich meine, das ist... ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau schnell weg, daraus... Da weg. Wir haben keine Zeit mehr. Daraus ist geworden... Ich habe keine Ahnung. Aber also ich erzähle dann sozusagen, man sitzt im Studio und man erzählt dann Geschichten und dann kommt man auf andere Situationen, ja. Gefühle und Emotionen. Was könnte man verpacken? Was könnte man damit erzählen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Song das ist, aber wir haben auf jeden Fall daraus geschrieben, dass es manchmal Situationen gibt, wo man das Gefühl hat, dass man so ausgebremst wird zum Beispiel. Okay. Ja. Und so von den Beats her, vom Musikalischen, gibt es da auch Kollegen, ich sag mal Kollegen, hört sich so an, also Künstler weltweit, von denen du dir die eine oder andere Inspiration holst? Auf jeden Fall. Also es ist schon am Anfang auf jeden Fall definitiv so gewesen, weil man ja einfach noch gar nicht selber was vorspielen konnte, wo man sagt, hier, so ist mein Sound und so müssen wir jetzt auch die nächsten Songs natürlich schreiben. Sitzt man im Studio und sagt, hier, vielleicht nehmen wir uns einen kleinen Happen davon und davon und davon. Und da bin ich eigentlich immer relativ offen so gewesen, hab dann irgendwie ein Lied von Taylor Swift vorgespielt und das nächste von Banks und dann wieder was von Frank Ocean, hab gesagt, hier finde ich den Beat geil und wollen wir nicht mal irgendwie so eine Stimmung machen und so und das, ja, so ist das dann zusammengewürfelt. Und wenn man dann so 10 Lieder vorgespielt hat, dann hat man so ein Bild,
wie es ja, am Ende wird. Ja, man hört das. Also, ich fand dieses Traffic Lights, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch gleich, das ist so ein anderer Beat, irgendwie, der da drunter ist. Also, das fand ich cool. Aber werden Sie ja auch gleich dann hier live bei uns hören können. Ja, süßes Tee, sagt Lena. Und besonders cool ist natürlich dieser Tänzer. Ne? Also, das ist schon stark, also, wie so ein Flummi. Also, der Spagat war schon ordentlich. Musst du